Kommen wir jetzt zur Vitrinenbestellung. Zwei Kisten. So, nachdem ich den Karton jetzt endlich aufgekriegt habe, schauen wir mal rein. Hängt wie üblich bei der Vitrine mit leeren Kartons an. Was ich allerdings gut finde, als Dämpfungsmaterial. Dann haben wir zwei Skydiver-Raketen plus eine Rakete wohl als Zugabe, eine kleine von Vector. Zweimal das Set Rulers of the World von Leslie. Und in dieser Kiste sechsmal die Happy Diwali von der Vitrine selber. Kommen wir zu Paket Nummer 2 von der Vitrine. Endlich wieder auf. Und auch hier wieder Packmaterial. Und auch hier wieder Dämpfungsmaterial. Was denn hier? Was ist das denn? Keine Ahnung, mal reingucken. So, das ist gar nichts. Das sind auch nur ein Dämpfungsmaterial. Noch 14 mal die Happy Diwali, also insgesamt 20. Insgesamt 4 mal Jorge und Thunder Rain. Und dann noch 2 mal die Panda Twister. Und in diesem Karton dürften die Tischfutter. Und in diesem Karton dürften die Tischfeuerwerksbomben sein. So ist es. Nico Knuddelstars mit Plüschtierchen. Das Klohäuschen von Dippifuck. Der Schornsteinfeger von Dippifuck, eigentlich vom Keller. Stimmungskanone aus Silberhütte. Von Nico die Horoskopbombe. Nico Silberhütte Schornsteinfeger.
Das gleiche nochmal. Die Glücksbombe von Depifac. Das Märchenpuzzle aus Silberhütte. Die Ballbombe ist auch von Silberhütte. Nochmal Stimmungskanone, aber irgendwie in einer anderen Form. Auch Silberhütte. Zweimal den Glückspilz, allerdings einmal irgendwie ohne Deckel. Moment, der hier ohne Deckel, der hier hat einen drauf. Schade. Nochmal die Ballbombe, nochmal die Stimmungskanone. Nochmal ein Märchenpuzzle. Und noch die Atommülltonne von Depifac. Oha, die Atommülltonne war auf. Heißes Weib. Pin-up Girl. Schaut mal aus, dass der Knuddelstars-Tischbombe rausgekommen ist. Das ist Schnatti.